Na, hier schon, aber. Obwohl auch nicht mal hier. Ich glaube, hier sind schon welche. Was? Noch einer. Was passiert denn hier? Was zur Hölle? Ist ja auffällig. Weiß nicht, bleib unten. Da sind noch mehr. Scheiße. Verstanden. Die anderen. Scheiße. Lass los, du Schwein. Mist, wer sind die? Sieht mir schwer nach Sklavenhändlern aus. Sklavenhändler? Sie fangen Menschen und verkaufen sie wie Tiere. Wirklich? Das hält uns nicht auf. Ach du Schande. Oh, ein Bossfight. Ich glaube. Und ich schon wieder auf den Kopf. Du. Renn, du Schwein! Der hätte jetzt auch nicht lernen gemacht. Jetzt sind uns wieder alle auf die Fersen. Mistkerl! Wir müssen irgendwie wieder hochkommen. Amicia? Ja, ich bin hier. Geht's dir gut? Ja, aber die meinen es ernst. Verschwenden wir keine Zeit. Verdammt. Ich hoffe, Milo hat recht. Wir haben genug Männer verloren. Wird schon gut gehen. Bisher konnten wir im Traum. Wir werden noch mehr verlieren. Oha. Wenn wir den jetzt erledigen, das drückt ja dann auf den Plan. Ich dachte, ich kann hier hinter, verdammt. Der Mann, er hat sie mitgenommen. Was wird er mit ihr machen? Denk lieber nicht drüber nach. Können wir ihr helfen? Oha. Vielleicht, wir wissen noch nicht, was vor sich geht. Nein, nein, nein! Nicht gut. Also, da drüben steckt ihr. Seid. Er kommt her. Der kriegt uns nicht. Das seid sicher ihr. Er wird uns entdecken. Oh, shit. Na, das ist eine gewagte Aktion hier. Na, wartet, wenn ich euch erwische! Das tust du aber nicht. Wir sind sehr gut im Schleichen. Seht mal, noch eine Kapelle. Nein, eher eine Art Tempel. Gehen wir rüber. Wir müssen einen Weg zur Festung finden. Milos Vorhaben jagt mir Angst ein. Wir mischen uns in Dinge ein, die wir nicht beherrschen. Ich weiß, aber wenn das der Preis ist, um den Grafen zu stürzen, dann nur zu. Der Graf weiß nicht, dass sie ihm wehtun wollen. Er weiß, wie diese Leute denken. Wenn wir reich werden, mehr von denen. Das Milo. Sei dir da nicht so sicher. Er will allein das Sagen haben. Wenn er noch mächtiger wird, wird das nicht besser. Stimmt. Ein paar Krümel Gold sind aber trotzdem noch Gold. Ich gehe mal weiter. Die muss ich doch öffnen lassen. Ja, dann können wir hier. Aber warum Sklavenhändler? Warum hier? Sie sind überall. Genau wie Mörder und Verräter. Solche Menschen gibt es leider, Öko. Das macht doch bestimmt Lärm. Wie kommen wir da lang, ohne bloß Lärm zu machen?
Erstmal wäre hilfreich Sophia. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Mit deiner Armbrust könnten wir in den Tempel gelangen. Wir müssen ein Seil finden. Seil. Ihr versteckt euch, wird euch nichts nützen. Mein Seil, ja. Was ist das? Jetzt bin ich euch sicher. Ich hab sie. Kommt her! Sie haben uns gesehen. Hier. Los, haltet die Eindringlinge auf! Scheiße, ich bin nicht alle besiegen. Sie sind im Gras verschwunden. Eindringlinge! Los, die schnappen sie uns! Wir könnten die Idee nicht erstellen. Proficient in Stealth. Stücke. Vielleicht ist ja auf den Dächern ein Seil. Mehr brauchen wir nicht, um in den Tempel zu kommen. Sehr nützlich, danke. Wie kommen wir da hoch? Oh. Da waren wir doch schon auf dem Weg. Sehr spannend hier. Ups, Soldaten die Sklavenhändler nicht fest? Nein. Warum? Das ist schrecklich. Weil die Aussicht auf Geld vieles möglich macht. Oh oh. Wie werden wir die denn los? Na toll. Verdammt. Sie kommen. Das hat uns den Weg getan. Hier drüben! Ich seh sie! Was jetzt, Amicia? Ducken und weiter. Mist. Sich aufhalten lassen. Scheiße, Mann. Hier gibt's ja einen Checkpoint. Verdammt! Ah nein, natürlich gibt's das nicht. Haltet die Eindringlinge auf! Das ist besiegen wir die im Bauerforstkampf. Oh shit. Okay, das kriegen wir nicht wieder gut. War ein Versuch. Okay, jetzt wissen wir zumindest, was wir tun sollen. Sklavenhändler. Warum hier? Sie sind überall.
Solche Menschen gibt es leider, Hugo. Ja. Können sie leider nicht anamonen. Oh. Los, Gas. Es ist schwierig, da oben durchzukommen. Nein. Hier ist jetzt nur noch einer. Versteckt hier drüben! Ach, Scheiße. Sie haben uns gesehen. Da! Verdammt, was? Ich sehe zum ersten Mal wie du. Ich hasse es. Aber am Ende muss ich es immer wieder tun. Ich hab sie! Ja, wir sind schon wieder am Arsch. Sie haben uns. Ich weiß nicht, wie wir da ohne Kampf hinkommen können. Das haben wir leider nicht dabei und umbringt man die nicht wirklich. Ich würde jetzt beten. Hier drüben, lass sie nicht da! Sie kommen! Kriegen wir den nicht durch? So ganz gut. Ich war, sie haben uns gesehen! Nein! Dachte ich mir. Keine Ahnung, wie wir da hochkommen. Spätestens, wenn wir das Ding abschießen, dann wird auch maximal sichtbar. Was? Als ob wir jetzt schon gesehen jetzt wurden. Oh nein! Die Bastarde! Schnappt sie euch! Am Arsch, Alter. Nein, hier ist keiner. Hier ist noch ein Seil. Gut gesehen. Damit kommen wir hinein. Das wird laut. Ja, das befürchte ich. Gehen wir. Bevor mehr kommen. Sie haben uns. Scheiße, weg hier. Ich glaube genau in die falsche Richtung. Ich hab dich. Was jetzt, Amicia? Hoffen, dass das Spiel uns lässt. Nein, tut es nicht. Das war schon wieder ein Tod. Versucht das Spiel zu kontern. Dachte ich mir. Solche Level hasse ich richtig. Dreh dich um. Wie viele sind da? Natürlich geht hier weiter. Milo ist ein dicker Fisch. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Fangen wir das Licht ein. Das waren die, ganz sicher. Was war? Aha! Ja, als ob. Sie haben uns gesehen. Ach du Scheiße. Da hab ich mich erschreckt. Ich hab sie. Und du hast die nicht. Sie haben uns. Wie hat das auch geklappt? Schwärmen wir aus! Schnappt sie! Den kriegen wir schon. Hier ist noch ein Seil. Gut gesehen. Damit kommen wir hinein. Was? Wird doch wieder nix. Hier seid ihr also. Sie sind hier das drin. Wird laut. Sie kommen.
fliehen wir, bevor mehr kommen. Ja. Ach du Scheiße. Was damit zu tun? Schnell verstecken. Ich vergesse das wieder. Nichts. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt schnell. Das waren die, sind wir ganz nah. Alarm, Eindringlinge! Durchsucht das Gebiet! Verdammte Drecksbälle! Ja, das so. Ja, gut gemacht. Sind wir sicher? Ich glaube ja. Vorerst. Vorerst? Ich weiß. Dank eines besseren Gleichgewichts sonst bewegt sich Amnesal genug schneller. Wurde ja auch Zeit. Das hätte ja beim letzten Kapitel gebraucht. Die Tür scheint schon länger festzuklemmen. Dann müssen wir sie entklemmen. Und ordentlich leer machen. Mal sehen, was das bewirkt. Hält deinen Kronleuchter an. Einen großen. Sieht schwer aus. Die Kette scheint zu halten. Hat das keiner gehört. Ich brauche Hilfe, Sophia. Gerne doch. Die Wachen sind ja alle drauf und sind. Oh, zumindest direkt vor ihnen. Aha, okay. Ich muss da wohl mit. Beeilt euch, bitte. Geht klar. Und Hepp, alles klar. Der Kronleuchter sieht schwer genug aus, um die Tür aufzustoßen. Wir müssen ihn nur irgendwie anheben. Ja, ja. Ah, wir haben hier ein Seil. Also das ist jetzt wirklich, also das ist... ein Tomb Raider des Großen. Das wird bestimmt laut werden. Wirklich laut. Wir sollten weiter. Ja. Das ist richtig Tomb Raider. Da ist die Festung. Gut. Warum kommen die Sklavenhändler nicht im Traum vor? Träume zeigen selten die ganze Wahrheit. Aber der Traum hat mich belogen. Wir sollten hier geheilt werden. Was uns die Träume nicht geben, nehmen wir uns. Das ist anstrengend, aber so ist das Leben. Und wo wollen wir eigentlich hin? Bin ich noch auf dem richtigen Pfad? Ja, bin ich. Jetzt hoch. Oha. Los, der Handelsfeuer. Ist schon gut. Es wird schnell gehen. Zur Hölle mit dem Scheiß. Hast du ein Problem, Diaz? Naja. Diese Viecher tauchen auf, um uns zu fressen. Unsere Sklaven entkommen und du tust was? Du verschwendest, nein, was uns bleibt an eine Frau, die irre ist. Falsch. Wir arbeiten nicht mehr für die Gräfin. Es ist alles im Gemälde. Die Ratten, sie kündigen die Ankunft des Sohnes an. Und wie hungrig sie sind, oder? Also ganz einfach. Wir verwöhnen sie, wir verwöhnen das Kind und werden neben dem Thron Platz nehmen.
und der Graf wird sich vor uns verneigen. Und die Welt wird folgen. Dann sag mir, wie viele werden zu Rattenfutter, bevor wir dieses Kind sehen? Du hast nicht genug Vertrauen. Und du hältst einfach nicht ein blödes Maul! Noch jemand? Das ist doch relativ umständlich. Das Blut weist dem Sohn den Weg zur Kapelle. Unser lieber Dias darf den Anfang machen. Diese Wahnsinnigen. Wir müssen ihn helfen. Nein, dürfen wir nicht. Der wird später noch ein wichtiger Bosskampf. Ich will ihn jetzt nicht töten. Was tust du denn da? Natürlich, die Ratten sind wieder da. Ich wollte sie aufhalten. Hugo, du darfst nicht einfach Leute töten. Wieso? Du tust das auch immer. Weil. Und ich töte viel schneller als du. Du wirst niemanden einfach angreifen. Du hörst auf mich und tust, was ich sage. Ist das klar? Ist mir egal. Sie werden doch sowieso alle sterben. Was zur Hölle? Hugo macht es wieder. Hugo, mach du den Rebellen. Hugo, was war das? Das ist verrückt. Keine du Zeit, hast das zu erklären. Hugo hinterher. Dass mein Bruder die Ratten beherrscht und ihnen befiehlt, Menschen zu fressen? Du jetzt, wärst davon gelaufen. So, spaziert hier ruhig und weiter. Ich wollte das nicht. Ja, es war falsch. Aber ich dachte, wir hätten hier eine echte Chance. Ich dachte, du würdest uns nicht so sehen müssen. Geh und rede mit ihm. Ich brauche einen Moment. Ich verstehe. Hugo, ich weiß, du bist wütend. Du wolltest nur helfen. Aber jemanden zu töten, selbst böse Menschen. Sie sind wie die Inquisition. Wie Verdau. Sie machen mit anderen Menschen, was sie wollen. Und manchmal zwingen sie uns zu handeln, ja. Aber überlass mir bitte diese Entscheidung. Das alles ist nicht fair. Ich weiß. Aber alles endet, sobald wir herausfinden, wie wir dich heilen können. Komm, entschuldigen wir uns bei Sophia. Sophia, es tut mir leid. Mir auch. Ja, gut. Gehen wir weiter. Sophia, geht's dir gut? Ich muss das sacken lassen. Ja. Ratten? Ja. Das ist auch ein bisschen Doppelmoral von Alicia. Vor ein paar Kapiteln noch gesagt. Hat sie ihn noch eingesetzt, um wegzukommen. Jetzt. Was ist da drüben? Willst du was nicht machen? Hugo hat doch schon mehrere Male von uns gehört. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ist nicht der erste Mord, den Hugo begeht. Aber das spielt gut zu. Komm, hoch mit dir. Gut, gut. Auch in diesem Spiel schon mehrfach passiert, dass Hugo die Ratten entsetzt. Aber es ist auf einmal. Oh Gott. Am Baum haben sie Sklaven festgekettet. So gehen sie vor. Seht! Oh, ist das... Eine tolle Erinnerung. Eine Stoffpuppe. Hier war also ein Kind. Bezaubernd. Ein Kind als Sklave? Geht das? Nein. Oder? Tut mir leid. Sie nahmen ihnen die Puppe weg. Leg sie besser zurück. Er konnte sie nicht mal... mitnehmen.
Vielleicht ist das Kind entkommen. Das ist es, was zählt. Ja. Ja, das... Komm, Hugo, gehen wir. Das sieht hier so aus, als wäre... Ja, ist entkommen. Das Marmelade, die dort klebt. Das ist ganz sicher könnte es entkommen. Oh, und jetzt? Sollen wir den Baum? Ah, hier können wir runter. Ach, schon wieder Sturm. Oh. Wir sind wieder Ratten. Und nein, verwandt. Das ist der nächste Plan. Das ist etwas weird. Okay, hier kommen wir nicht lang. Und wo dürfen wir lang? Vielleicht. Ja, Gott. Hier sind wir weg. Nein! Melos Werk. Er meinte, das Blut würde dem Sohn den Weg zur Kapelle weisen. Da drin ist irgendwas. Das macht mir Angst. Ich meine, das tut es. Wie lange müssen die Leichen nachher rumhängen? Sie sind hier. Bleibt unten. Bis die Ratten wiederkommen. Und danach der Sohn. Ach, das könnte ewig dauern. Nein, dieses Mal klappt es. Die Ratten sind hier. Das ist in all den Jahren zuvor nie passiert. Milo tut alles, um es zu schaffen. Und das zu Recht. Das ist Wahnsinn. Finden wir Elia und die Kapelle. Die Arme hatte keine rosige Zukunft vor sich. Jetzt sind hier sehr, sehr viele Wachen. Hey, komm mit hoch. Und der sich wieder umdreht und geht, können wir... So viele. Du weißt, was uns in der Festung erwartet, oder? Ja. Nichts. Messer. Bitte, Hugo, nicht hinsehen. Wie konnten sie? Oh.
ganz gut durch. Verdammt. Das Tor oben. Eindringlinge! Los, die schnappen wir uns! Ausschwärmen, die sind noch hier! Überlass das mir! Augen auf! Eindringlinge! Klar! Ein bisschen abwarten. Wir sind schon so dicht dran. Die Frage ist, wie kommt man dem einen hier vorbei und wie kommen wir durch das zugezogene Tor? Es stinkt so sehr. Ja, wie halten Sie diesen Gestank nur aus? Wie kommen wir da jetzt rein? Die Zugbrücke oben ist.